war ja alles angerichtet heute. Tolle Stimmung, tolle Kulisse, tolles Wetter. Am Ende jetzt leider ein 1-2. Woran hat es gelegen? Ich glaube, dass die Berliner vorm Tor ein bisschen kaltschnäuziger waren als wir. Wir hatten auch ein paar gute Chancen, aber so der letzte Pass hat heute oft gefehlt. Wir haben uns immer wieder verzettelt, das letzte Zuspiel zu ungenau. Und ja, so die letzte Offensive kam nachher ein bisschen spät, denke ich. Ja, leider verloren heute. Ja gut, wir haben am Anfang ganz gut, haben wir es gut gemacht. Und dann zu Ende der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen nachgelassen. Und zweite Halbzeit dann am Anfang ein bisschen verschlafen, sodass wir recht schnell 2-0 hinten lagen. Und ja gut, durch den Anschlusstreffer hätten wir vielleicht noch aufgrund der Schlussphase einen Punkt verdient gehabt. Na, ich denke, wir spielen die erste Halbzeit nicht schlecht, lassen eigentlich wenig zu, dann kriegen wir einen Standard und direkt danach auch noch ein doofes Gegentor. Und ich weiß das zweite Gegentor auch gerade gar nicht mehr, weil ich ein bisschen emotional befangen bin, aber ja. Ich denke, es ist ein sehr emotionaler Tag und wenn uns heute einer gesagt hätte, dass wir mit einer Niederlage aber trotzdem nicht absteigen, in die Sommerpause gehen, ja, dann hätten wir 30.000 im Stadion unterschrieben und von daher ist alles gut. 24.000 Zuschauer, dein erstes Zweitligaspiel? Ja, überwältigend. Ich wollte eigentlich einfach nur dabei sein. Es war richtig, richtig krass, wenn ich das mal so sagen darf. Also die Atmosphäre hier ist echt super. Also haben die Jungs mir nicht zu viel versprochen. Und auch wenn ich nicht reingekommen wäre, ich war total glücklich, überhaupt erstmal im Kader zu sein, dass ich das durfte. Und ja, dass ich dann noch eingewechselt wurde, natürlich war die Spitze vom Eisberg, war super. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Die Verabschiedung, das war nochmal richtig emotional, oder? Ja, natürlich sind ja viele Jungs dabei, die lange hier waren, mit denen ich auch lange zusammengespielt habe, einige nicht so lange, aber das ist schon, irgendwie sind die einem auch ans Herz gewachsen, ne? Und das sind halt immer ein bisschen emotional. Ne? Ja, absolut. Die Jungs, die gegangen sind, haben einiges geleistet und haben sich auch den schönen Abschied verdient. Für dich? Besonders emotional hatte man den Eindruck, was geht so gerade in dir vor? Ja, ich hatte natürlich echt eine wunderschöne Zeit, nicht nur vom Fußball, sondern ich habe auch viele Menschen hier lieb gewonnen und von daher, ich bin sowieso einer, der dann schon mal leicht emotional wird und dann ist es gerade so ein bisschen rausgebrochen, weil ich echt viel zu verdanken habe. Das war meine ersten Profischritte hier und ich habe dem Verein so unglaublich viel zu verdanken und deswegen sind es heute zwei weine Augen, mit denen ich gehe. Ja, viele Gedanken gehen in meinem Kopf vor, weil was hier in den letzten Wochen entstanden ist, ist schon richtig cool und ich wünsche dem Verein, dass das auch in der nächsten Saison so mit rübergetragen wird, weil das haben die Spieler hier, das haben die Verantwortlichen alle verdient und ich denke, dass man dann auch viel erreichen kann, wenn so viele Zuschauer da sind und die einem so unterstützen. Das wirkt dann wie ein 12. Mann und ja, davon bin ich dann auch fest überzeugt, wenn das klappt, dann wird Bochum eine bessere Saison auf jeden Fall spielen. Mit was für einem Gefühl gehst du jetzt in die Sommerpause? Du hast ja einen Profivertrag, du wirst ja nächstes Jahr zur ersten Mannschaft gehören. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bereite mich auch, bevor es losgeht, für mich selber auch vor. Mache für mich selber ein bisschen Programm, will dann natürlich angreifen, will da alles rausholen, was ich habe. Und ja, will dann auch natürlich zur Stammkraft gehören. Ob das dann natürlich klappt, weiß man nicht, aber ein Wunsch wäre es auf jeden Fall. Turbulente Saison ist damit vorbei. Wie froh ist man da? Ich mache drei Kreuze, dass es vorbei ist. Ne? Wir standen schon mit einem halben Bein in Liga 3 oder ja, in Relegation zur Liga 3 und das möchte ich nicht nochmal erleben. Letztes Jahr war schon eng, dieses Jahr noch ein bisschen enger und möchte auch eine Saison mal wieder spielen, wo man richtig positiv beeindrucken kann und ja, das muss, denke ich, auch unser Ziel sein.